Familien mit Weida Video. Herzlich willkommen, Ralf und Hannes von der Band JBO. Hi. Hi. Es ist erstaunlich. Das Alter eurer Fans reicht von 10 und 12 Jahren bis weit in die 40, bis weit über die 40er hinaus. Ach, wir haben einen Fanclub-Mitglied, die ist 68. Gerade beim Bandcontest Sachsen Rock, bei dem ihr euch hier mit Weida als Headliner präsentiert, sind es vor allem sehr viele junge Fans. Was ist das für ein Gefühl, dass eure Fans euch über die Jahre treu bleiben und mit euch altern und gleichzeitig sehr viele junge Leute sich eurer Musik zuwenden? Also wir freuen uns sehr darüber, dass es wirklich, es gibt da ganze Familienväter, die ihre kleinen Kinder auf dem Arm haben und sich JBO anhören, aber es liegt ja natürlich auch ein bisschen daran, dass es uns schon 22 Jahre gibt und es gibt auch viele Menschen, die als sie angefangen haben JBO zu hören, waren die vielleicht 13, 14 und sind natürlich inzwischen dann auch schon über 30. Also wir haben uns unsere eigenen Fans mit großgezogen, ja, sozusagen, wie die Radieschen. Das haben wir schön gemacht. Ja, ja, sind schön geworden, die Fans. JBO wurde 1989 gegründet. Ihr konntet also schon einige Jubiläen feiern. Wie viele Jahre werden wir euch denn noch auf Konzert- und Festivalbühnen sehen? Solange uns die morschen Knochen noch tragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit Musik aufzuhören. Wenn ich mal nicht mehr davon leben kann, finanziell, dann muss ich irgendwie anders Geld verdienen, aber ich muss auf jeden Fall Musik machen. Wir haben jetzt an Weihnachten, Neujahr hatten wir ein bisschen Urlaub und dann sind wir gleich ins Studio, um eine neue CD zu machen und haben deswegen 3 oder 3,5 Monate gar nicht live gespielt und das fehlt mir dann, dann kriege ich Entzugserscheinungen. Also ich habe mich schon sehr gefreut, als es dann wieder losging. Ja. Ihr seid ja dafür bekannt, euren Fans sehr, sehr nahe zu sein. Ist euch da schon einiges Seltsames passiert? In Köln wollte eine Frau ihrem Freund auf der Bühne einen Heiratsantrag machen. Als es dann dazu kam, war sie stinkbesoffen und hat dann ihren Freund gefragt, willst du meine Frau werden? Das fand ich sehr lustig. Ja. Aber die einzigen Sachen, die seltsam für mich sind, also die sich dann vielleicht auch komisch im Sinn von irgendwie auch nicht nur gut anfühlen, das sind, wenn die Verehrung ein bisschen zu weit geht. Also süß ist ja, wo mal eine Mutter zu mir kam bei der Autogrammstunde und hat gesagt, du hast da und da bei dem Konzert meinem Sohn die Hand gegeben, seitdem wäscht er sie nicht mehr. Das fand ich ja noch süß. Aber wenn die Leute dann wirklich groß JBO auf der Brust tätowiert haben, dann finde ich es manchmal ein bisschen seltsam. Das finde ich süß. Also je größer, desto süßer, finde ich. Schön. Insgesamt habt ihr um die 50 Lieder gecovert, unter anderem Metallica, Nena und die Backstreet Boys. Wie entscheidet ihr, welche Melodien und Lieder ihr verwendet? Nach Milzvolumen des Urhebers. Okay. Ja, nee, das ergibt sich einfach halt, wo einem irgendwas, eine Idee durch den Kopf fließt, strömt, da machen wir dann was draus und dann müssen wir die Dinge ja auch anfragen, dann wird vieles nicht genehmigt, dann können wir gar nicht alles machen und dann machen wir dann eben auch eigene Lieder. Und JBO-CDs sind ja auch nicht immer alle im gleichen Sound. Wir haben Freude, Schöner Götterfunken im Hip-Hop-Style gemacht oder wir können, wenn wir wollen, tschechischen Death-Polka-Metal machen oder irgendwas. Ja. Das heißt, es ist ja auch nicht jeder Song gleich. Wir entscheiden also nicht, wir müssen jetzt noch einen Coversong machen oder wir müssen noch einen eigenen Song machen, sondern einfach das einzige Kriterium ist, finden wir es gut und lustig. Würden wir es selber anhören, würden wir es selber kaufen und ob das dann von uns geschrieben ist oder nicht, ist uns fast wurscht. Ihr seid ja nun wirklich sehr, sehr erfolgreich. Gibt es Tipps und Hinweise, die unseren Nachwuchsbands einfach mal mitteilen möchtet, dass die auch so erfolgreich werden? Üben, bis der Arzt kommt. Nee, oder vielleicht nicht üben. Ich glaube, wir sind die proberaumfaulste Band der Welt. Also wir spielen deutlich mehr Konzerte, als dass wir uns im Proberaum treffen. Ja. Weiß ich nicht. Also das Einzige, und wir werden öfter mal gefragt, warum wir glauben, dass wir schon so lange relativ erfolgreich sind. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir das gerne machen. Dann vielen Dank für eure Eindrücke und viel Spaß auf der Bühne von Sachsen Rockt.